Siehst du, da kommt der Zerstörer rüber. Ja, schauen wir mal da. Siehst du, da haben wir eine Lachsforelle dabei. Siehst du, das war schon wieder eine Gedichte. Das ist schon eine schöne Größe. Ja. Im steirischen Ennstal hat der Küchenchef des Schlosshotels Bichlan, David Billen, ein Heimspiel. Denn unweit des Hotels betreibt Erwin Gruber eine Fischzucht. Die Lachsforellen ist ja nur durch die Fütterung, wird das Fleisch rot. Dann haben wir die Saiblinge, normale gekreizte Saiblinge oder reine Bachsaiblinge. Und der Saibling, das ist einfach, ja, also das will ja jeder haben. Es ist zwar, wird zwar Forellen gern gegessen, aber der Saibling ist der Ferrari unter die Fisch. Und wie reagiert das Herz des Küchenchefs auf so eine Auswahl? Es blüht auf. frische Ware zu verarbeiten ist das, warum man eigentlich Koch sein möchte. Convenience-Produkte haben bei uns in der Küche nichts zu suchen. Wir wollen die frischen lokalen Sachen, die Sachen, die wir am besten selbst sammeln, verarbeiten oder halt hier vor Ort kaufen können. Das ist natürlich für uns ideal. Auch einen Stör zieht der Fischzüchter aus dem Wasser. Fast vergleichbar wie Kalbsfleisch, ganz ein zartes Fleisch, ganz gut. Und manchmal verkaufen sie es auch sogar in die guten Häuser auch. Und dann eher aber die sibirischen Stör. Das ist ein Wachstick. Und ja, jetzt nehmen wir oft wieder rein, dass er nachher wieder weiterlebt. Wenn du mal einen brauchst, melde ich mich bei dir. Genau, so tun wir. Dann kalten wir uns den auf. Das ist ein Stör gewesen, also wirklich einer der ältesten Fische, den man so kennt. Bekannt natürlich aus der Kaviarzucht. Gehört zu den Knochenfischen, von daher relativ grätenfrei, hat nur die starken Wirbel hinten drin sitzen. Super zum Verarbeiten, auch geräuchert, ein absolutes Highlight. Jetzt fangen wir deine Speisefische aus. Perfekt. Die großen Saiblinge, was du immer gern hast. Gell? Ja, weil alles, was unter 600 ist, für mich eigentlich zu klein. Ja, warte mal, meine Umbrauche, was der mein. Da hast du ein paar schöne drin. Ich werde da gleich einsteigen, da. Siehst du, ich zeig das einmal, ob es da passen. Da sortieren wir dann die größeren aus. Siehst du, die größeren werden wir hernehmen. Das Schönste oder das, wo man den Geschmack am besten drin bewahrt, ist natürlich in der Salzkruste. Da wird er im eigenen Saft geschmort sozusagen und man hat das ganze Aroma, was der Fisch irgendwo abgeben kann, in diesem Mantel gefangen. So, David, deine Fische haben wir jetzt fertig hergekriegt, geschlachtet und ausgenommen, wie du das bestellt hast. Siehst du, ich hoffe, dass die passen. Sind super, ich nehme sie so mit. Ja. Super, Erwin. Danke. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Vierti. Doch der Küchenchef benötigt noch eine weitere Zutat. Denn er hat einen ganz besonderen Tipp bekommen. Die Golfer haben mir erzählt, hinten auf dem Platz haben wir jetzt Zitronenmelisse gefunden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich habe so eine Erkundschaftet, aber du kennst dich am Platz am besten aus. Das ist perfekt. Wir fahren jetzt da hinten durch und es muss dann da vorne beim Dreierloch sein. Da sind wir. Ah ja, sehr gut. Na bitte sehr. Da nehmen wir doch alles mit, was wir pflücken finden die jetzt. Können. Regionaler geht's nicht. Einmal in die Brennnesseln, dann hat man automatisch schon. So, sehr schön. Die Hand voll. Schau mal, unser Körperl fühlt sich. Gut, ich glaube, das wär's auch schon, weil ja. Wesentlich mehr werden wir für heute Abend nicht brauchen. Also wir haben uns jetzt für zwei Varianten entschieden. Die sehr klassische Art und Weise, den mit Mehl zu wenden und dann als Müllerinart auszubraten. Aber was für uns wesentlich interessanter oder jetzt auch im Vordergrund stehen wird, ist in der Salzkruste.
Haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Salzkruste heißt Eiweiß mit Mehl, mit dem Salz zusammen aufgeschlagen. Der Fisch wird eingelegt und dann in dieser festen Kruste zusammen geschmort und hält dadurch sein natürliches Aroma und wird durch die Kräuter noch zusätzlich unterstützt. Das Fischgarn im Salzmantel stammt ursprünglich aus Küstenorten mit Salzsalinen in Frankreich. Mittlerweile hat die Garmethode auch ihren Weg in die heimischen Küchen gefunden. Also der komplette Fisch sollte sowohl unten als auch oben bedeckt sein, dass weder die direkte Hitze von unten oder von oben an den Fisch selber kommt. Es wird einfach zu einem zu schnellen Garprozess und dieses Abgeschottetsein des Fisches findet dann nicht statt. Eingepackt in Salz wird der Fisch dann bei 200 Grad etwa 30 bis 45 Minuten gegart. Dann nehmen wir uns den nächsten Fisch vor, auch wieder komplett ausgenommen von unserem Fischer. Wieder Kräuter in den Bauchraum. Jetzt müssten wir allerdings ein wenig würzen, dadurch, dass er ja komplett ungewürzt und auch ohne Salzkruste ist. Sprich, ein bisschen Salz in den Bauchraum, außenrum, damit die Haut auch etwas abgekriegt hat. Einmal in Mehl gewendet, schützt den ganzen Fisch ein bisschen davor, dass er in der Pfanne anbrät oder auch fest kleben bleibt. Mit einem einfachen Rapsöl oder Pflanzenöl dann schön angebraten. Und welche Öle eignen sich eigentlich am besten zum Fischbraten? Man sagt natürlich, von einem normalen Olivenöl, die hochwertigen Öle, die sollte man nicht zum Braten hernehmen. Ein eher nicht ganz so hochwertiges Öl kann man ruhig hernehmen. Das sind die kaltgepressten Öle. Die sind bis zu gewissen Temperaturen auch nehmbar. Natürlich sollte man da jetzt nicht drin frittieren. Ich rate immer davon ab, zu durchzubraten. Gerade wenn man frischen Fisch hat, man kann ihn auch roh essen. Von daher, das Braten ist einfach nur, um zusätzlich Geschmacksstoffe, die Röstaromen mit ranzukriegen. Allerdings ist der Saibling ohne weiteres roh zu verspeisen. Anschließend wird der Fisch noch mit flüssiger Butter aromatisiert. Und welcher Wein passt zum Fisch? Wir haben heute zwei à la carte Gäste, die sich für den Geheimtipp, den Trautenfässer Saibling, entschieden haben in der Salzkruste. Haben wir da vielleicht irgendeine tolle Weinempfehlung, die wir dazu anbieten können? Bevorzugt was Steirisches natürlich. Was Steirisches? Ja. Ja. Wie wäre es mit einem südsteirischen Sauvignon Blanc? Super, klasse. Da hätten wir in Witscheiner Herrenberg. Perfekt. Haben wir den hier? Ja, freilich. Super. Dann hätten wir, das wäre der Perfekt. Die Zirbenstube des haubengekrönten Schlossrestaurants Bichlan bietet das richtige Ambiente für die regionale Kulinarik. Unsere Gäste kommen hauptsächlich aus dem deutschen Raum, aber auch viel aus dem österreichischen Raum. Und die wollen einfach steirisch essen. Es ist einfach eine Freude, wenn der Küchenchef den frischen Saibling heute unten, weil den haben wir zwei Minuten weg im Trautenfels, im Weiher da unten. Und wir haben ein großes Gelände und es gibt hier Wildkräuter. Das ist auch einzigartig. Wir haben hier da unten bei diesem Waldshop da Kräuter entdeckt. Und ein frischer Fisch mit frischen Kräutern, das ist ja ein Hammer. So verbinden sich hier auf harmonische Weise Tradition und Moderne. Die Grundmauern bestehen aus dem Jahre 1009. Es war lang in Besitz der Kirche und wurde als Erholungsresidenz von hohen kirchlichen Würdenträgern genutzt. In der Region erzählt man sich sogar, dass Papst Pius II. Als Gast auf Schloss Bichlan war.